Ich zeichne diese Sachen übrigens auf, weil ich einmal erlebt habe, dass man mir Vioxx gegeben hat. Und vielleicht hatte ich sogar einen kleinen Hirnschlag, jedenfalls hatte ich auch einen Herzinfarkt. Und nachher in der Zeit danach und noch manchmal heute ist es komisch, dass man an Dinge, die ich früher gemacht habe, nicht mehr erinnere. Wie hast du das gemacht oder so? Also ich zeichne das alles auf, falls mir das wieder passiert, dass ich alles vergesse oder vieles vergesse. Dann weiß ich, kann ich einfach das wieder nachschauen, wie ich das gemacht habe. Und der Grund ist, dass ich denke, dass auch andere Leute gerne hübsch wohnen oder so wie im Schloss wohnen möchten. Und dass man nicht das Geld hat, das alles machen zu lassen. Und das ist ein Trost, wenn dann die Frau das selber machen kann. Ich war traurig, als ich einmal eine Arbeitsstelle verloren hatte. Dann später habe ich geheiratet und Kinder bekommen. Und irgendwie habe ich ein bisschen den Weihnachtspartys nachgetrauert und dem schönen Bonus und dem Geld, das man hat, wenn man arbeitet und selbstständig ist. Und dann habe ich angefangen, so schöne Vorhänge zu machen und wollte eben unser Zuhause schön und gemütlich einrichten. Und ich rate das auch jungen Frauen, so in der Zeit, wenn das Baby schläft, dass man sich so schöne Sachen machen kann. Dann ist die Zeit, wo man anstatt der Arbeit, die man früher hatte, nachzutrauen, lieber sagt, jetzt nutze ich die Zeit für Kreatives, jetzt ist eben eine andere Zeit. Und auch wenn die Kinder dann heranwachsen, dass man mit ihnen bastelt und kreativ ist und diese Seite ausleben kann, dass das einfach ein bisschen ein Trost ist. So habe ich das gemacht und das hat auch geholfen. Jetzt ist es sogar so, jetzt habe ich ja wieder eine Arbeit und dass ich fast finde, ich habe jetzt zu wenig Zeit für diese Sachen hier. Ich finde Hausfrau sein eine wunderschöne, erfüllende und ausfüllende Aufgabe. Und wenn ich die Wahl hätte und ein Mann mich heiraten würde und er anbieten würde, du musst nur noch Hausfrau sein, du darfst unser Heim verschönern, und ich, dann würde ich vielleicht, würde, und ich würde ihn auch lieben und er mich, würde ich vielleicht ja sagen. Ich finde das immer noch etwas Wunderschönes. Schade ist nur, wenn man die ganze Arbeit in ein Haus investiert und in ein Haus renoviert und alles macht und dann gehen muss. Und den Schuh in den Arsch bekommt, deutsch gesagt, wenn man mehr die Mode, dass die Frauen ins Irrenhaus abgeschoben werden und dann eine andere nachher die Früchte isst, die man gesät hat. Ich habe hier nehmen wir jetzt das Storenkordel weiß. Das ist billiger, als wenn man solche Bändchen nimmt. Bei den Vorhängen habe ich ja die Bändchen, die Rüschen direkt auf die Bändchen genäht oder die Rüschen mit diesen Bändchen befestigt, aber die kann man auch nicht hochziehen, die kann man nur so hin und her schieben. Die sind ja normal auf den Gleisen wie normale Vorhänge, so habe ich das halt gemacht. Und das hier ist jetzt anders, darum nehmen wir hier Storenkordeln und die stecke ich jetzt dann da rein. So, hier rein. Deine Hand geht es schlecht. Ich wähle jetzt immer drei auslassen und eins nehmen. Wenn man hier zu viele von diesen Teilen nimmt, dann werden die Rüschen ziemlich dicht und eng. Aber wenn man, so wie ich ja jetzt, viel Stoff da oben hin haben will, dann muss man größere Falten machen. Verstehen Sie? Also größere Falten, oder? Dann, dass das so möglichst größer faltet. Weil wenn man da so enge Rüschen macht, dann wird das relativ ein langes Stück Rüschen, kann man sie nicht ganz hochziehen. Es geht also einfacher, wenn man da größere Falten macht. Darum lasse ich jetzt immer drei aus, eins nehme ich, drei aus, eins nehme ich und so weiter. Das macht. Jetzt kommt das Komplizierte. Jetzt kommt die Stange hier rein und an der Stange muss dann die Schnur befestigt werden. Hier sieht man jetzt die Schnur, die hier drin ist. Seht ihr? Ja, also jetzt kommt hier die Stange rein. Wieder, ich kann das einfach nicht gut einhändig. Ich mache das einfach jetzt mal und nachher zeige ich wieder. Jetzt ist der Faden hier genau nicht um die Stange herum. Jetzt muss ich den hier rausziehen.
und versuche mit so einem Draht den Draht jetzt um die Stange herumzuwickeln und dann mit der Stange, mit dem Draht durch die Stange zu ziehen. Das ist jetzt auch eine Knüppelarbeit. Ich biege einfach den Draht rund. So. Und jetzt ist die Batterie leer. Ich muss ein anderes Mal weitermachen. Ihr seht jetzt schon, wie das geht. Das kommt so. Hier mit einem extra Nähfuß mit Garneinlage ein Knopfloch. An dem Nähfuß kann man wunderbar ein Garn befestigen. Das hält gut und das dient zur Festigung des Knopfloches. Hier, wo ja das Knopfloch recht viel gebraucht wird und daran gezerrt werden wird, ist das schon empfehlenswert, so eine Verstärkung. Wenn ich jetzt nähe, jetzt muss ich bei meiner Maschine nur den ersten Knopf drücken. Und das habe ich bis jetzt immer noch selber gehalten. Und heute habe ich jetzt einmal richtig studiert und da habe ich gemerkt, dass man das hier wirklich festbinden kann. Für mich selber, damit ich mich das Abmessen leichter geht, wenn ich... Also ich habe da so einen Ring in der Mitte gemacht. Das sieht man hier. Wo das durchläuft, beide. Und das funktioniert schon. Aber ich sehe noch diese drei Schnüre trotzdem und das gefällt mir noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das so lasse oder ob ich so mache wie jetzt eben rechts und links, dass dann nur auf einer Seite die Schnüre laufen. Aber weil hier der Balken in der Mitte ist, wo ich das befestigen muss, wollte ich das in die Mitte führen. Aber ich bin noch nicht sicher, ob ich das so bleibt. So ist das eben, wenn man etwas macht, das noch nie vor einem jemand gemacht hat oder das man nicht gelernt hat, dann hat man länger, weil man immer studieren muss, wie mache ich das jetzt, wie will ich das. Dann hat man es nachher so, wie man es will und hat nachher eigentlich, wenn niemand etwas zuleide werft, viele Jahre Freude.